Herzlichen Dank, Manuel, für die Einführung. Ich darf Sie auch nochmal alle von meiner Seite begrüßen zu dem heutigen Vortrag Sprache, Sprachmodelle und ChatGPT. Ich möchte eine kurze Historie von ChatGPT geben und wir fangen ganz am Anfang an, nämlich bei Sprache und welche Eigenschaft der Sprache oder welche postulierte Eigenschaft der Sprache auch die Grundlage für all die technologischen Entwicklungen, die im Endeffekt zu ChatGPT jüngst geführt haben, welche Eigenschaften der Sprache hier zugrunde liegen und wie das alles zusammenspielt. Wer von Ihnen hat ChatGPT noch nie benutzt? Gut, das ist ein klares Votum von Null. Es haben inzwischen alle benutzt, das heißt, eine Demonstration im klassischen Sinne werde ich Ihnen ersparen. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist eine Diskussion, die ich gestern geführt habe, passend zum Forum Digital Humanities. Ich habe mir mal eine Definition ausgeben lassen. Was sind denn die Digital Humanities? Es ist jetzt textlastig, das tut mir leid. Ich habe versucht, das kurz zu halten, aber schauen Sie doch einfach mal kurz. Gibt es Widerspruch? Denn ich weiß, die Digital Humanities sind schwer zu definieren, zumindest habe ich das mal von Manuel gehört. Hier sind vor allem, das habe ich bei dieser Definition gesehen, es wird immer so mit schönen Beispiellisten gearbeitet und man möchte ja einfach mal eine geschlossene Definition haben. Deswegen habe ich gebeten, einfach eine solche zu erzeugen. Einfach mal ohne Beispiele. Und der Rückbezug zur vorigen Antwort und zur vorigen Frage ist direkt gegeben. Das heißt, das Modell kann diese Konversation interessanterweise verfolgen und es gibt eine neue Definition. Digital Humanities is an interdisciplinary field that merges digital technologies with the disciplines of humanities. It involves the application of computational techniques and tools to support, expand and redefine traditional humanities research. The field also critically examines the impact of digital technologies on humanities disciplines, enabling new forms of inquiry and modes of representation. Welche mögen Sie lieber? Ja. Keine so richtig gut. Okay, gut, ist akzeptiert. Ich habe dann nochmal weitergeschaut und ein bisschen auch gefragt, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Digital und Computational Humanities, wo wir den Computational Humanities Prof schon anwesend haben. Und ich hatte den Eindruck, auch wenn hier sicherlich im Detail noch die ein oder andere Problemvorstellung drinstecken könnten, dass im Allgemeinen der Fokus hier richtig gesetzt wurde in der Antwort. Hier mehr so die Idee, dass es ein Humanities-zentriertes Feld ist, das sich digitale Technologien in all seinen Beschaffenheiten und Inkarnationen bedient, während bei den Computational Humanities schon der Fokus auf dem Einsatz von Computern ist und auf der Methodologie von Computern. Und das kommt hier, denke ich, auch ziemlich raus. Natürlich gibt es noch einen Disclaimer am Ende. Die Grenzen dazwischen sind etwas fließend. Ich habe dann auch mal etwas spezifischer gefragt, das passend hierzu, was ist denn das Forum Digital Humanities Leipzig und das Modell? Nun, es wusste es nicht. Es hat zwar eine Antwort gegeben, aber anscheinend scheinen hier ein paar Mechanismen am Werk zu sein, die verhindern sollen, dass gewisse Dinge, die das Modell nicht weiß, einfach so dann irgendwie mit den Inhalten belegt werden, obwohl sie es nicht sind. Das Modell spekuliert aber für mich, was es sein könnte. Und ich denke, die Spekulationen, die dort am Ende herauskommen, sind nicht völlig verkehrt. Ein Forum wird an sich definiert und beschrieben, worum es sich dabei handelt. Researchers, Academics and Practitioners sitzen zusammen, wie es hier mehr oder weniger der Fall ist, würde ich sagen. Und offenbar findet es in Leipzig statt. All das kann man leicht aus dem Namen ableiten. Insofern liegt das Modell nicht falsch, auch wenn es nicht weiß, worum es sich handelt. Ich habe mal versucht, spekulativ ein bisschen zu fragen und nicht nur Wissen abzufragen, sondern auch mal geschaut, was ist denn das nächste große Ding in den Digital Humanities? Wo wird sich die Forschung hinentwickeln? Machen Sie sich mal Ihre eigenen Gedanken und dann können wir mal schauen, ob das Modell eine Antwort geliefert hat. Es sind ein paar Stichworte, wir müssen jetzt nicht den ganzen Text lesen, dass das in einer gewissen Hinsicht auch
den Ideen entsprechen könnte, die Sie vielleicht gerade haben. Sind Sie alle soweit fertig schon? Ja? Das nächste große Ding der Digital Humanities. Zunächst der Disclaimer. Das kann die Zukunft nicht vorhersagen. Okay, nett. Aber hier sind 5 Punkte, die genannt wurden. Machine Learning. Na, das war naheliegend, würde ich sagen. Aber die anderen Punkte, Cultural Analytics, Digital Cultural Heritage Preservation und ich würde am ehesten noch sagen, und da können Sie mich jetzt korrigieren, Digital Ethical Questions wäre am ehesten noch timely, auch wenn ich mir fast sicher bin, dass auch zu diesem Thema schon einiges stattgefunden hat in den Humanities. Im Großen und Ganzen eigentlich nicht sehr herausragend, was die Zukunft vorhersagen wird. Es sei denn, Sie sehen das anders. Nein, das ist ziemlich ordinär. Dann habe ich mal etwas Praktischeres gefragt. Die Zukunft vorhersagen ist ja auch schwer, fällt uns ja auch genauso schwer. Ich habe mir ein konkretes Spiel herausgesucht, das Spiel Papers, Please. Wer kennt das? Okay. Wir kommen es gleich vom Modell erklärt, was das ist. Es ist ein Indie-Game, das einiges Aufsehen auch unter Kritikern erregt hat. Sehr gutes Spiel, lohnt sich, sich wirklich mal anzuschauen und sei es auch nur ein Let's Play. Und ich habe mal gefragt, wie man dieses Spiel im Rahmen einer Digital Humanities-Forschung denn analysieren könnte und was man tun könnte und mir vom Modell einige Vorschläge machen lassen. Also das Spiel selbst kurz erklärt, Papers, Please. Man spielt oder man beamt einen Grenzbeamten in einer Diktatur, einem Land, das Arztocker heißt, soweit ich das hier sehe, oder na, hier wird es nicht genannt, der Name, aber so heißt es, also ein fiktives Land und man ist ein Grenzposten und muss Leute hereinlassen oder eben nicht, je nachdem, ob die präsentierten Visa und sonstigen Einlassregeln erfüllt wurden von dieser Person oder nicht. Es ist eigentlich ein Fließbandspiel in dieser Hinsicht, aber es hat auch eine zugrunde liegende, recht dystopische und ein Narrativ, von dem man sagen kann, dass es durchaus eine eigene Geschichte erzählt, neben einem wirklich guten Soundtrack übrigens. Und ich habe mir mal 3 Vorschläge machen lassen, was man jetzt machen könnte mit diesem Spiel, um es mal zu analysieren. Den Cultural Analytics Approach könnte man nehmen. Wir könnten Spielinteraktionsdaten akquirieren und die verschiedenen Entscheidungen, die SpielerInnen treffen müssen, während des Spiels analysieren und schauen, inwiefern das tatsächlichen sozialen Ansichten bezüglich Immigration und Autorität widerspiegeln oder interessant aufgreifen. Das wäre dann ein stark Humanities-getriebener Ansatz, würde ich sagen. Der Machine Learning and AI Approach, der geht dann mehr in Richtung Textanalyse. Wir können die Texte im Spiel analysieren. Wir können gegebenenfalls, das ist hier teilweise auch genannt, Diskussionen, die von SpielerInnen außerhalb gemacht werden, reflektieren oder der Public Digital Humanities Approach, nun ja, ob man das so bezeichnen sollte, wir können ein Ausstellungsstück anfertigen. Und das waren so die verschiedenen Ideen, die man hier hätte. Was sagt der Game Studies Experte? Eigentlich das Dritte tatsächlich. Tatsächlich das Dritte. Die ersten zwei finde ich halt mega generisch, das kann man nicht alles klar sagen. Also es gibt nicht den Cultural Analytics Approach, Machine Learning und AI kann man ja auf alles anwenden. Und ich würde tatsächlich sagen, dieses Spiel ist ein Paradebeispiel für Public Humanities, wenn man halt irgendwie so, man versetzt jemanden so simulationsmäßig in die Rolle und kann damit quasi die Problematik von Einwanderung und was da irgendwie historisch auch immer passiert ist. Also ich würde sagen, das könnte man tatsächlich wunderbar in so einem Public Humanities. Okay, gut. Ja, danke für das Feedback. Also eher der Punkt 3 wäre der Ansatz, der am spezifischsten das Spiel tatsächlich in Szene setzt und die anderen beiden sind sehr generisch im Vergleich. Ich habe mich mal aufgrund des eigenen Backgrounds doch mal ein bisschen tiefer mit dem zweiten Aspekt beschäftigt und gefragt, welche Arten von Analysen denn machen kann und es ist genauso generisch, wie du es gerade gesagt hast, was herauskommt. Man könnte eine Sentiment-Analyse machen, man könnte Topic-Modeling machen, auch zum Beispiel auf Diskussionen oder Reviews. Man könnte Textklassifikationen betreiben, Named Entities erkennen, irgendwelche Worthäufigkeiten analysieren und
Netzwerkanalysen von Diskussionen machen und so weiter und so fort. Also letztendlich, Sie könnten Natural Language Processing machen, um das Spiel zu analysieren und nun ja, oder um die Reaktionen auf das Spiel zu analysieren. So weit, so gut, aber es handelt sich um Methoden. Es wird zumindest ein Bezug hergestellt in den Antworten, inwiefern man Ergebnis daraus auswerten kann, um auch den Humanities-Bezug herzustellen. Aber es ist schon sehr oberflächlich und ich habe nach Vorschlägen gebeten, nicht nach einem Vorschlag, aber ich denke halt, in der Praxis ist es eher angenehm, wenn man sich Alternativen vorstellen lässt, anstatt nur eine Antwort. Und das soll im Prinzip die ChatGPT-Konservendemonstration für diesen Moment abschließen. Gehen wir nochmal kurz zurück hierhin. Hier sehen Sie noch andere Dienste. Kennen Sie Bing Chat? Schon mal benutzt? Ja. Okay, YouCom, das ist das nächste Symbol hier, ist der erste, sind die ersten gewesen, die so einen Chat angeboten haben. Und wir forschen in den letzten Monaten auch fieberhaft daran, einen eigenen Dienst auf die Beine zu stellen, sodass wir diese Art von Technologie auch im Labor untersuchen können. Und ich zeige das einmal ganz kurz. Einfach mal dieselbe Frage in verschiedenen Modellen gestellt, die wir zur Verfügung haben. Der herausragende Vorteil von Bing und YouCom ist, dass sie nicht nur einfach irgendwelche Texte herausposaunen, so wie es Chat Noir hier in diesem Fall noch tut, sondern hier sieht man es, sie referenzieren auch auf Webergebnisse, bei denen sie sich offenbar bedient haben. Eine der Hauptherausforderungen für diese Art von Technologie ist es, sicherzustellen, dass das, was herauskommt, auch in irgendeiner Weise mit der Realität übereinstimmt. Und das sage ich im weitesten Sinne. Man kann auch von Fakten sprechen, insbesondere wenn ich nach Fakten frage und Definitionen von Konzepten haben möchte. Und der einzige Weg, das zu tun, ist es, sich an Quellen zu bedienen, Autoritäten zu bedienen, die es im Prinzip besser wissen müssten. Denn eine letztendliche Wahrheit gibt es nicht. Letztendlich ist das der Weg, den Wikipedia auch zum Beispiel selber geht. Auch dort ist das Credo Verifiability, not Truth. Das heißt, es darf jede Art von Falschheit dort stehen, solange es einen Kontext gibt, in dem diese Behauptung, auch die falsche Behauptung, einen Sinn ergibt im Artikel. Und dasselbe gilt letztendlich auch für ein Sprachmodell wie ChatGPT. Es darf auch falsche Dinge sagen auf Wunsch, solange es die Antwort gibt, die man möchte, beziehungsweise solange man nicht verlangt, dass die Antwort richtig sei in Bezug auf einen anderen Kontext, in dem man sich bewegt. Und Bing, YouCom und hoffentlich in Zukunft auch unser eigenes Chat Noir werden diesen Zusammenhang dann hoffentlich herstellen. Sie sehen auch hier einige Referenzen. Was macht nun ChatGPT besonders im Gegensatz zu allen vorher dagewesenen Technologien? Nun, ChatGPT hat vor allem eines geleistet, nämlich ein wirklich beeindruckendes, wenn auch nicht schönes, aber beeindruckendes Interface zu liefern, das so noch nicht da war. Chatbots gab es schon lange. Die wirkten nicht so natürlich wie ChatGPT, jedenfalls nicht alle. Es gab auch schon Sprachmodelle, auf denen die Technologie basiert, schon sehr lange. Aber der Zusammenhang, den ChatGPT herstellt aus Sprachmodellen, Chatbots und spezialisierten Arten und Weisen, das Modell zu trainieren, erschafft erst diesen Hype, den das Modell ausgelöst hat. Wo fangen wir an? Wo können wir anfangen, um zu verstehen, was ChatGPT eigentlich ausmacht? Und ich fange an mit einem Zitat von John Rupert Firth. You shall know a word by the company it keeps. Im Prinzip das Credo der Sprachverarbeitung. Die Sprachverarbeitung, das Hauptproblem der Sprachverarbeitung ist es, zu erkennen, welche Bedeutung ein Wort hat, denn jedes Wort, das wir benutzen, kann mehrere, vielleicht sogar sehr viele verschiedene Bedeutungen annehmen, abhängig davon, in welchem Zusammenhang es verwendet wird. Und das wird durch diesen Ausspruch von Firth, der ihn zum ersten Mal verbreitet hat, diese Idee zum ersten Mal verbreitet hat, sehr gut eingefangen. Um es klar auszudrücken, wir interpretieren Bedeutung von Worten dadurch, dass wir den Kontext von Worten mit einbeziehen.
Company zum Beispiel kann man auf verschiedene Weisen interpretieren und nur, da es in diesem Satz, so wie es verwendet wurde, ist klar, dass es sich hierbei um eine Referenz auf die umliegenden Wörter handelt in Bezug auf das Wort. Als Beispiel, ein viel zitiertes Beispiel, das Wort Jaguar. Es kann zum Beispiel zwei Bedeutungen haben. Es kann ein Tier im Zoo sein oder es kann ein Auto sein, je nachdem, in welchem Satz es gerade vorkommt. Diese Eigenschaft von Sprache heißt verteilte Semantik, Distributional Semantics. Mit dieser Eigenschaft war es nun möglich, oder auf Basis dieser Eigenschaft von Sprache sollten nun spezialisierte Modelle erschaffen werden, die Sprachmodelle, die statistisch diese Eigenschaft erfassen. Und das bringt mich zum zweiten und Hauptteil meines Vortrags, einer kurzen Geschichte der Sprachmodelle. Und ich möchte anfangen mit einer Timeline von Sprachmodellen. Sie wurden schon recht früh als solche erfunden, also es wurde schon recht früh das Problem der Sprachverarbeitung gesehen. Recht früh bedeutet schon mit Anfang der zivilen Nutzung der Computertechnik nach dem Zweiten Weltkrieg, also schon vor Anfang der 50er teilweise, je nachdem, in welche Sprachverarbeitungsaufgabe man sich hineinbegibt. Und die Modellierung von Sprache im Computer, das war eins der Kernprobleme, um menschliche Sprache überhaupt im Computer verarbeiten zu können. Ich ziehe hier als laufendes Beispiel eine der Hauptaufgaben in Betracht, nämlich das der maschinellen Übersetzung, für das Sprachmodelle initial eingesetzt werden sollten. Also das heißt, wir haben irgendeinen Satz in einer Ausgangssprache und einen Satz in einer Zielsprache und wollen, dass dieser Satz möglichst akkurat von der einen in die andere Sprache übersetzt wird. Auf diese Weise können wir Sprachen, die wir nicht selber sprechen, in unserer eigenen Sprache übersetzen lassen und verstehen. Dieses grundsätzliche Problem wurde schon früh aufgegriffen in der Sprachverarbeitung und man erhoffte sich möglichst schnell auch mit dem Aufkeimen, parallelen Aufkeimen von dem Konzept der künstlichen Intelligenz, dieses Problem der Sprachbarrieren zwischen den Kulturen ein für alle Mal zu lösen. Regelbasiert waren die ersten Ansätze und direkte Ansätze sind zum Beispiel, man stellt einfach ein großes Übersetzungsdictionary auf und kann dann wortbasiert vorgehen, dazu eine Regelbasis, die die Syntax von einer Sprache in die nächste überführt und beides zusammen schlau kombiniert in einer großen Regelbasis soll dann Sätze von einer Sprache in eine andere übersetzen können. Es gibt Varianten von diesen Ansätzen, die nicht direkt zwei Sprachen mit einem Regelsystem in Verbindung bringen, sondern über eine Pivotsprache gehen, Interlingual Systems, die im Prinzip zunächst eine Zwischensprache als Übersetzungsziel für den Ausgangssatz nehmen und aus dieser Zwischensprache dann in die Zielsprache übersetzen. Auf diese Weise hat man ein bisschen Unabhängigkeit geschaffen zwischen den verschiedenen Regelbasen, die man erlernen muss, sodass man jede Ausgangssprache nur in eine Zielsprache übersetzen musste. Transfersysteme sind ein Hybrid aus beiden. Diese Systeme wurden allerdings zwar nicht schnell im Verhältnis, aber doch sehr nachhaltig abgelöst durch andere Systeme. Das sind die beispielgetriebenen maschinellen Übersetzungssysteme ab 1980 für rund 10 Jahre. Beispielgetrieben bedeutet, dass man einen großen Satz an Beispielen paralleler Texte zwischen den zwei zu übersetzenden Sprachen vorhält. Parallel bedeutet, dass jeder Satz einem anderen in der Übersetzung zugeordnet ist oder sogar jedes Wort in jedem Satz der jeweiligen Übersetzung zugeordnet ist. Das können nicht nur Einzelwörter sein, sondern auch Phrasen. Und auf Basis dieser Daten, die mühsam manuell erstellt werden mussten, war es dann möglich, den Text, der zu übersetzen ist, also einen unbekannten Text, der aber gegebenenfalls aus zahlreichen Versatzstücken besteht, also Phrasen besteht, für die schon Übersetzungen in der Beispieldatenbank bekannt war, einfach in kleine Phrasen zu zerlegen und diese Phrasen eins zu eins, so wie sie in den Beispielen vorkommen, zu übersetzen. Die Analyse dieser Art von parallelen Corpora gab dann letztendlich Anstoß auch für die statistische Modellierung des maschinellen Übersetzungsproblems und die Ära der statistischen Sprachmodelle, die ab 1990 aufkam und bis vor kurzem 2015
anhielt. Auch hier wieder wortbasierte Statistiken sollten angestellt werden. Das gucken wir hier nochmal genau rein. Was ist ein statistisches Sprachmodell? Wort-, Phrasen- oder syntaxbasiert. Für alles kann man wiederum Statistiken erstellen, die dann nicht manuell in Regelbasen erstellt werden sollten, sondern stattdessen auf Basis der Beispieldaten aus den parallelen Corpora gelernt werden sollten. Ein statistisches Sprachmodell ist im Kern, wenn man es auf eine Sprache bezieht, nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle möglichen Sätze dieser Sprache. Und wir können uns auch das einmal am Beispiel anschauen. Das habe ich mitgebracht. Wir haben eine eigene Suchmaschine entwickelt, die NetSpeak heißt. Und wir schauen uns mal ein Beispiel daran an. Diese Suchmaschine, Augenblick, ich zoome mal rein, ist im Prinzip eine Suchmaschine für ein Sprachmodell. Für eine sehr große Sammlung von Phrasen in einer Sprache, hier dem Englischen. Und wir haben als Suchmaschine oben drüber gelegt eine sogenannte Wildcard-Suche. Das heißt, das Fragezeichen, das hier am Ende der Phrase I love my steht, steht für ein beliebiges Wort. Und die Suchmaschine sucht nun alle Phrasen, die mit I love my beginnen und ein viertes Wort beinhalten, das beliebig sein kann. Und wir kennen zu jeder Phrase die Anzahl der Vorkommen, die diese Phrase in einem sehr großen Webausschnitt hat. Diese Daten haben wir nicht selbst erzeugt, sondern die Daten stammen original von Google. Das ist der Google Web Ngram Corpus, der zu dem Zeitpunkt released wurde. Und anders als andere SprachforscherInnen sind wir nicht hergegangen und haben sofort ein statistisches Modell trainiert, sondern wir haben außerdem die Suchmaschine, die hier zu sehen ist, entwickelt. Denn diese Suchmaschine erfüllt einen intrinsischen Zweck, kleiner Exkurs. Sie erlaubt es uns selbst zum Beispiel auch, in fremden Sprachen zu schreiben, die wir nicht selber sprechen. Und dieser Tage wird diese Suchmaschine sehr intensiv von Sprachlernenden eingesetzt und ihren Lehrern, um ein besseres Sprachgefühl zu vermitteln. Sie sehen hier also die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die im Prinzip als diese Balkendiagramme dargestellt sind. I love my job kam in diesem großen Webausschnitt am häufigsten vor, ist also die wahrscheinlichste Ersetzung. Ja, passt sehr gut. I love my country, nun ja, es geht immer so weiter, aber I love my family immerhin noch an dritter Stelle. Schon nicht schlecht, man kann darüber nicht schmunzeln und man sollte hier natürlich keine Wahrheit drin vermuten, denn welches Wort man denn nun in seinen eigenen Formulierungen wählen müsste, hängt natürlich weiterhin vom Kontext ab. Und da kommt auch schon die Limitierung dieser Sprachmodelle zum Tragen. Denn im Endeffekt, wenn ich eine solche große Sammlung von Phrasen habe, dann ist die Sammlung wahrscheinlich begrenzt durch die Länge der Phrasen, für die ich Häufigkeiten ermitteln kann. Die ursprünglichen Sprachmodelle, die veröffentlicht wurden, gehen bestenfalls bis zur Länge von 5 Wörtern maximal. Und für fünf Wörter eines Satzes, also für alle 5 Wortsequenzen eines Satzes, wurden die Häufigkeiten in einem sehr großen Textausschnitt gezählt. Wir haben hier bei NetSpeak rund 3,8 Milliarden solcher Phrasen zwischen Phrasen der Länge 1 und bis zu Phrasen der Länge 5 indiziert, samt ihren Häufigkeiten. Und es ist einfach so, dass wenn man jetzt noch längeren Kontext erschaffen wollte, wie es zum Beispiel nötig wäre, um wirklich akkurat zu übersetzen, man noch deutlich mehr Beispiele aus der Sprache benötigte. Hier sind ungefähr 1 Milliarde Worte eingeflossen, 1 Milliarde Wörter, also eine Texte mit im Umfang von insgesamt 1 Milliarde Wörtern in diese Datengrundlage. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sich vorstellen, Sie wollten einen Kontext von 10 Wörtern erschaffen, dann bräuchten Sie eine exorbitant größere Menge an Beispielen, um tatsächlich eine Verteilung von Häufigkeiten mit hinreichender statistischer Sicherheit über alle möglichen Ersetzungen von Wörtern da drin zu erlernen, daraus zu ziehen. Und je mehr Kontext geliefert werden soll, desto schwieriger wird das oder sogar desto unmöglicher. Es wird einfach nicht genug geschrieben, um das zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz waren und sind die statistischen Sprachmodelle deutlich besser als alles bisher Dagewesene vorher. Sie wurden dann letztendlich zuletzt nur abgelöst durch die
neuronale, durch das neuronale Maschinelle übersetzen und die neuronalen Sprachmodelle. Hier soll im Prinzip dasselbe erschaffen werden, ein statistisches Sprachmodell, allerdings nicht auf dieselbe Weise, sondern es soll hier mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Wahrscheinlichkeiten gelernt werden. Und der große Beitrag, den neuronale Sprachmodelle geliefert haben im Vergleich zu den herkömmlichen statistischen Sprachmodellen, ist, dass sie mit bedeutend weniger Daten und bedeutend weniger sogenannten Parametern auskommen. Lassen Sie uns kurz die doch recht junge Geschichte der neuronalen Sprachmodelle nachverfolgen. Wir fangen an mit den sogenannten rekurrenten neuronalen Netzwerken, die den Anstoß gaben für die Entwicklungen, die dann zu ChatGPT führten. Rekurrente neuronale Netze sind, wie hier illustriert, bestehen aus zwei Komponenten. Das ist der Encoder und der Decoder. Der Encoder nimmt einen Satz entgegen und repräsentiert ihn als einen hochdimensionalen Vektor. Und der Decoder nimmt diesen Vektor entgegen und erzeugt daraus einen Satz in der Zielsprache, wenn im Falle der maschinellen Übersetzung. Wie funktioniert das grob? Nun, der Encoder liest in Anführungszeichen jedes Wort eins nach dem anderen, fängt also am Anfang hier an, bei Cats, und erzeugt eine erste Repräsentation als Vektor in einem hochdimensionalen Raum. Dieser Vektor dient zusammen mit dem nächsten Wort als Eingabe, um das nächste Wort zu repräsentieren. Die Rekurrenz auf das Ergebnis des vorherigen Schritts soll durch diesen Fall suggeriert werden. Dadurch ist dieses Wort nicht für sich und unabhängig repräsentiert im Computer, sondern in Abhängigkeit von dem Wort, was vorher dort stand. Und das geht dann so weiter mit jedem einzelnen neuen Wort. Not ist abhängig von cats do, like von cats do not und dogs von allen vorangehenden Worten cats do not like. Zusammen ergibt dann dieser Vektor hier die Repräsentation des Satzes cats do not like dogs. Der Decoder macht im Prinzip exakt dasselbe. Er enkodiert Wörter, allerdings in klaren Schritten, und gleichzeitig wird noch ein Mechanismus obendrauf gelegt, der aus der Repräsentation wieder ein Wort erzeugt. Und zwar ein Wort hier zum Beispiel in einer anderen Sprache. Wir haben irgendein Startsymbol, damit der Decoder weiß, dass es hier losgeht. Und er bekommt ja diesen Vektor als Eingabe, der irgendwie in diesen hochdimensionalen Zahlen, reellen Zahlen, den gesamten Satz, also auch das erste Wort des Satzes, enthält. Und wenn alles so funktioniert, wie es soll, wird aus diesem Vektor sofort das Wort Katzen dekodiert, als erstes Wort für eine richtige Übersetzung ins Deutsche. Dieses Wort dient dann als Eingabe für den nächsten Schritt. Zusammen mit dem vorherigen Vektor, der Dekodierung daraus, das erste generierte Wort, soll das nächste Wort erzeugt werden. Katzen wird neu kodiert, kombiniert mit dem vorherigen Vektor, und es soll Mögen erzeugt werden. Das Ganze geht so weiter. Mögen wird wiederum kodiert, mit dem vorigen Vektor verbunden, und es wird Hunde erzeugt. Und so weiter, bis am Ende der Satz vollständig ist und das Modell sagt, der Satz ist zu Ende. Diese neuronalen Netze haben schon super gut funktioniert im Vergleich zu allem, was bisher da gewesen ist. Natürlich hat es eine Weile gedauert, bis dieses Lernparadigma, das schon weit entwickelte der statistischen Sprachmodelle für die Übersetzung überflügelt hat. Aber als das dann final der Fall war, wurden die statistischen Sprachmodelle für diese Aufgabe nahezu beiseite gelegt. Der Attention-Schritt soll bei der Übersetzung nicht nur dafür sorgen, dass es quasi nur eine Einbahnstraße durch die Rekurrenz hier gibt, durch den Rückbezug auf das vorige Ergebnis, und man quasi nur auf das Ergebnis zuvor zurückgreifen kann, sondern der Attention-Mechanismus soll dem Dekodierer auch die Möglichkeit geben, auf verschiedene Zwischenzustände des Codierers Bezug zu nehmen. Und auch hier
soll das Modell am Ende lernen, in welcher Situation es auf welchen Teil des Satzes in der Ausgangssprache Bezug nehmen muss. Das heißt, abhängig davon, was es schon gesehen hat, soll die Attention wechseln mit jedem Schritt. Dieser Mechanismus zusätzlich zu der Rekurrenz erzeugt ein, wie schon gesagt, ein sehr gut funktionierendes Modell, das aber auch durch diese Abhängigkeit zwischen Dekodierer und Kodierer die Skalierbarkeit beschränkt. Das erste neuronale Sprachmodell wurde 2000 erfunden. 2014 kamen dann die rekurrenten neuronalen Netzwerke. Das ging also schon im Verhältnis zu der Geschwindigkeit der vorigen Entwicklung sehr schnell. Ein wesentlicher Fortschritt wurde kurz darauf mit der Transformer-Architektur gemacht. Und die Transformer-Architektur hat im Prinzip, ohne jetzt zu tief auf die technischen Details einzugehen, zwei entscheidende Vorteile gegenüber dem rekurrenten neuronalen Netzen. Und zwar das Positional Encoding und die Self-Attention. Beim Positional Encoding geht es darum, dass das Modell nicht nur den Rückbezug aus den zuvor gesehenen Vektoren der vorigen Schritte zur Verfügung hat, sondern insbesondere auch Informationen darüber zur Verfügung gestellt bekommt, an welchen Stellen der Eingabe und an welchen Stellen der Ausgabe welches Wort zu finden ist. Das heißt, es ist in gewisser Hinsicht ein Erinnerungsmechanismus, den das Modell heranziehen kann, um eine bessere Entscheidung zu treffen, wie denn ein Wort zu übersetzen sei. Denn die Reihenfolge der Wörter, wie in dem vorigen Beispiel gesehen, muss nicht mit der literalen Reihenfolge übereinstimmen. Der Self-Attention-Mechanismus entkoppelt den Kodierer vom Dekodierer. Jeder hat seinen eigenen Attention-Mechanismus und auf diese Weise können sie massiv parallel kodiert werden. Und der weitere Beitrag, der von dem Transformer-Architektur geleistet worden ist, dass man dann bei Experimenten, bei Ablationsexperimenten, bei denen bestimmte Aspekte der Architektur weggelassen wurden, festgestellt hat, dass der ganze Rekurrenzschritt, der den Erfolg auch der rekurrenten neuronalen Netze mit ausmacht, auch weggelassen werden kann. Attention genügt und daher auch der suffisante Titel des Papers, das dann darüber veröffentlicht wurde von den Google-Ingenieuren, Attention is all you need. Diese Modelle haben die rekurrenten neuronalen Netze überflügelt. Daraufhin hat OpenAI eine neue Architektur auf Basis dieser Transformer-Architektur erfunden, die nur im Prinzip nur den Dekodierer optimiert und ein eher einfaches Input-Embedding hat. Transformer-Netzwerke sind ursprünglich nicht in der Lage, einfach beliebig Text zu erzeugen, sondern sie haben immer eine Eingabe- und eine Ausgabesequenz, einen Satz in der Ausgangssprache und einen Satz in der Zielsprache. Kann auch Eingabe ein langer Text sein und Ausgabe ein kürzerer Text für Zusammenfassung innerhalb derselben Sprache. Aber es gibt immer diese beiden Schritte und man braucht immer entsprechende Beispiele. Während bei GPT die Haupteigenschaft ist, dass es das nächste Wort vorhersagen kann und man einfach nur einen Anlass sozusagen geben muss, ein Prompt, wie er genannt wird, einen ersten Text und von dort aus vervollständigt das Modell, solange man im Prinzip möchte, den Text immer weiter. GPT wurde von OpenAI sehr intensiv weiterentwickelt und skaliert. Die ersten Varianten von GPT haben durchaus für Aufsehen gesorgt, waren aber noch nicht notwendigerweise so gut und konkurrenzfähig, wie wir es heute von ChatGPT fast schon, ich würde noch nicht sagen, gewohnt sind, aber sie haben auf keinen Fall diese Qualität erreicht. Dann zeige ich Ihnen jetzt in diesem Zusammenhang mal die Entwicklungsschritte, die gegangen wurden. Und eine der Hauptentwicklungsschritte neben technischen Eigenheiten war eigentlich nur die Skalierung des Modells. Das heißt, das Modell sollte größer werden, mehr sogenannte Parameter beinhalten. Die Parameter eines Modells, wie auch eines statistischen Modells, bestimmen sich daraus,
dass man Gewichte braucht, um die Vektoren hier ineinander zu übersetzen oder um den Attention-Mechanismus auf den richtigen Vektor zu lenken. Dann steht hier zum Beispiel eine 0,1, hier steht eine 0,5, hier steht eine 0,01 für ein sehr unwichtiges Wort und so weiter und so fort. Und in jedem Fall verbergen sich nicht eins, sondern hunderte, tausende Gewichte, je nachdem. Das sieht alles von den Zahlen her, die hier stehen, Millionen, Milliarden Parameter, je nachdem, welches Modell man sich anguckt, sehr viel aus. Allerdings muss dem Kontext halber gesagt werden, dass der Beitrag von neuronalen Sprachmodellen war, dass sie Effizienz reingebracht haben, wobei statistischen Sprachmodellen keine war. Denn die Parameter eines statistischen Sprachmodells, nun ja, für diese Zahl gibt es kein Wort oder keins, das mir aktuell geläufig wäre. Für den Datensatz, den wir indiziert haben, wäre es eine 4 mit 35 Nullen. So viele Parameter stecken da drin und so viele Parameter kann ein neuronales Modell aktuell noch nicht lernen. Es hört sich also immer an, oh, es wird alles immer größer, kann man das überhaupt erfassen, wie soll das alles gelernt werden, aber de facto ist es so, dass hier ein extremer Effektivitäts- und Effizienzgewinn gewonnen wurde und dass gleichzeitig noch ein paar andere Probleme der statistischen Sprachmodelle mit erledigt wurden. Natürlich wünscht man sich, und das ist auch weiterhin so ein bisschen die Entwicklung, größere Sprachmodelle. Man möchte sich näher an die statistischen Sprachmodelle annähern, weil sie noch mehr die Wahrheit beinhalten, in Anführungszeichen, die Wahrheit der Sprache, wenn man so möchte. Allerdings hängt das vor allem an den Rechenkapazitäten, die zur Verfügung stehen. ChatGPT hat hier 100 Milliarden Parameter. GPT-4, das hier nicht aufgelistet ist, hat 100 Milliarden Parameter. Wir sind dann schon beim Billionen-Größenordnung bei GPT-4. Genau. Dann können wir uns jetzt noch mal ganz genau angucken, wie ChatGPT funktioniert. Ich habe einen Teil der Historie, einen Teil der Punkte dort oben rechts nicht genannt. Die kommen jetzt. Was macht ChatGPT aus? Was macht es besonders im Vergleich zu allen bislang dagewesenen Sprachmodellen? Und es gab darüber hinaus natürlich noch viel mehr, die auch jeweils für sich gute Ergebnisse in ihren Bereichen erzielt haben. Nun, ChatGPT ist basiert auf der Grundlage des GPT-3-Modells, das wir vorhin gesehen haben, mit 175 Milliarden Parametern. Die Eingabe, die Texteingabe, auf deren Basis es trainiert wurde, also immer das nächste Wort vorhersagen, die ist relativ klein. Das sind 750 GB Text, mit der Einschränkung, dass es sich hierbei um Text handelt, der sehr gut kuratiert wurde oder so gut es ging, aus einer Datenbasis von rund 75 Terabyte an Text ausgewählt. Die Rechenzeit, die in das Training dieses Modells eingeflossen ist, beläuft sich auf einen Kostenpunkt von 4,6 Millionen US-Dollar, hat 34 Tage gedauert auf 1024 NVIDIA A100 GPUs und umgerechnet auf eine Tesla V100 GPU wären das ungefähr 355 Jahre Rechenzeit. Also hier ist durchaus eine ganze Menge investiert worden und das sind nur die reinen Kosten für die Rechenzeit. Das ganze Personal drumherum, die Kosten des ganzen Unternehmens und der ganzen Vorarbeiten und auch der Forschung, die gemacht werden musste vorher, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, ist hier nicht einkalkuliert. Das wurde im Juni 2020 veröffentlicht und dieses Modell hat schon eine Reihe von sehr guten Ergebnissen geliefert, insbesondere mit dem Ziel, Fragen beantworten zu können. Man dachte sich, dass Fragen beantworten das Ziel von Sprachmodellierung sein kann, ein erster sehr großer Nutzen. Sicherlich nicht ganz falsch, aber wie sich bei OpenAI herausgestellt hat, war das nicht ganz das, was die menschlichen NutzerInnen von dem Modell erwartet haben. Stattdessen wollten sie dem Modell, anstatt eine klare Frage zu formulieren, lieber Anweisungen geben. Etwas freier formulieren, worum es geht. Die Frage nicht nur als Frage, sondern auch als Anweisung verstehen. Und als das realisiert wurde, ist OpenAI hergegangen und hat GPT-3.5 erzeugt, wird auch Instruct GPT genannt und hier rund 40.000
sogenannte Prompts, also das heißt Instruktionen gesammelt, die von Menschenhand beantwortet wurden, teils mit einer, teils mit mehreren Antworten und stark bewertet und kuratiert wurden. Diese doch verhältnismäßig kleine Datenbasis hat zu einem exorbitanten Qualitätssprung in den Antworten geliefert und auch im Gefühl, was die Menschen hatten, da dieses Modell zu benutzen. Ein Problem bestand noch, nämlich, dass das Modell gerne auch mal in Anführungszeichen austickt und doch sehr unfreundlich werden konnte. Nun ja, die Grundlage des Modells sind Webdaten und auch im Web und auf Reddit, wie auch im offenen Web, wird auch gerne mal viel geflucht und die Menschen werden angegangen. Deswegen wurde für die Entwicklung von ChatGPT wurden sogenannte Guardrails eingefügt, das heißt sehr spezifische Anweisungen an das Modell entwickelt, die dafür sorgen sollen, dass es sich nun ja, mit dem menschlichen Wohlbefinden, mit dem, was Menschen als wohlbefindende Antwort oder als wohlmeinende Antwort empfinden, alignieren. Das heißt, damit das nachempfinden können und das nachbauen können. ChatGPT, und das muss man vielleicht nochmal plakativ zusammenfassend sagen, die herausragendste Eigenschaft von ChatGPT gegenüber seinen Vorläufern ist, dass es uns ähnlicher ist in seinen Antworten. Erwartungskonformer. Und das ist eigentlich die Leistung, die erbracht wurde, das so hinzukriegen. Es gibt jetzt hier einen Rückbezug zu Josef Weizenbaum und Eliza, dem Eliza-Chatbot, der vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist. 1966 hatte ein MIT-Professor, Josef Weizenbaum, einen Chatbot gebaut, der Eliza hieß, der rein regelbasiert war. Dieser Chatbot sollte einen Psychologen mimen, der Fragen stellt, mehr als Antworten zu geben. Und der Grund dafür war, dass diese Art von Gespräch gewählt wurde. Der Grund dafür war, dass man auf diese Weise kein Weltwissen haben muss. Der Psychologe sollte ja nur reflektieren, was die NutzerInnen sagen. Und das Interessante war, dass diese Art des Ausfragens von den damaligen NutzerInnen als besonders, nun ja, ihnen nahe empfunden wurde. Was Weizenbaum auch überrascht hat, ist, dass die Menschen diesen Chatbot nun ja als intelligent empfunden haben und sich ihm gegenüber sogar geöffnet haben. Und was Weizenbaum damals schon richtig erkannte, beziehungsweise im Nachhinein richtig erkannte, realisiert sich auch hier wieder mit ChatGPT. Je ähnlicher uns eine AI wird, umso natürlicher wirkt sie auf uns, umso leichter fällt uns die Interaktion mit ihr, umso angenehmer empfinden wir sie. Und daraus kann man vor allem die Lehre ziehen, dass nicht wir uns der AI, sondern sich die AI uns anpassen muss. Damit wir Nutzen von AI ziehen können, egal in welcher Natur, muss sie sich in unserer Welt bewegen können, sie muss unsere Sprache sprechen. Wie kann man nun sinnvoll mit ChatGPT interagieren? Es gibt ja eine ganze Menge davon an Beispielen schon im Netz, die Sie haben Selbsterfahrungen damit gesammelt und es ist tatsächlich auch ein ganzer Forschungsbereich um die Frage entstanden, wie man denn die Instruktionen geben soll. Der heißt Prompt Engineering und es gibt dort eine Reihe von Techniken, die grundlegend schon herausgefunden wurden, die man zumindest benannt hat. Auch wenn viele einfach auch sehr intuitiv mit dem Modell richtig in Anführungszeichen umgehen. Das eine ist der Zero-Shot-Prompt. Man gibt einfach eine deklarative Anweisung, beschreibt das Ergebnis, das man gerne hätte oder beschreibt die Aufgabe, die man gelöst haben möchte und das Modell gibt eine Antwort, die hinreichend ist oder auch nicht. Wenn die Antwort mal nicht gut genug ist, dann kann man mit Hilfe eines One-Shot-Prompts zum Beispiel einfach ein Beispiel vorgeben, das von deren Ausgangsbasis das Modell dann fortsetzen soll. Hier One-Shot, weil man nur ein Beispiel vorgibt. Natürlich kann man auch ein längeres oder mehrere Beispiele angeben. Das würde dann unter dem Sammelbegriff Few-Shot-Prompt fallen. Man gibt eine Reihe von Beispielen an, die verschiedene Aspekte abdecken und das Modell kann diese dann gegebenenfalls vervollständigen. ChatGPT erlaubt eine recht lange Eingabe, das heißt, man kann auch sehr viele Beispiele direkt angeben. Hunderte Wörter sind möglich, man kann sehr komplexe Anweisungen geben und
Nun ja, wie gut das Modell dann in der Lage ist, die Frage wirklich zu beantworten, das muss man selbst bewerten. Es ist eine arkane Magie, die richtige Anweisung zu geben, um auch zu einem brauchbaren Ergebnis für den eigenen Nutzen zu kommen. Eine weitere relativ junge Technik ist das sogenannte Chain of Thought Prompting. Dabei geht es darum, komplexe Aufgaben nicht einfach direkt beantworten zu lassen von dem Modell, sondern dem Modell die Aufgabe zu geben, diese Aufgabe Schritt für Schritt zu lösen. Hier eine ganz einfache Matheaufgabe und das Modell löst sie in 3 Schritten, nimmt als Ausgangspunkt die Prämisse, dass 23 Äpfel vorhanden waren in dieser Matheaufgabe und 20 für das Mittagessen verwendet wurden, 6 weitere wurden im 3. Schritt gekauft und die endgültige Summe sind die übrig gebliebenen Äpfel vom vorigen Schritt, 3 plus 6 gekaufte, 9 Äpfel, und die Aufgabe wäre damit korrekt gelöst. Früher oder auch bei einfachen Modellen ist es so, dass sie einfach direkt eine Antwort ausposaunen und sich in Endeffekt diese Gedanken nicht machen. Man sollte sich hier allerdings immer noch klar machen, dass immer nur einfach nur das nächste Wort oder der nächste Token vorhergesagt wird. Es ist nicht so, dass das Modell tatsächlich in unserem Sinne denkt, also irgendein Kalkül anwendet, um die Berechnung, die hier gefordert ist, ist ja eine einfache Textaufgabe in der Mathematik, in der Grundschulmathematik, um diese Aufgabe zu lösen. Zum Abschluss möchte ich dann noch einen Ausblick darauf geben, wo ChatGPT noch nicht so gut funktioniert oder jedenfalls nicht ganz so gut, wie es an anderen Stellen funktioniert. Das sind genau solche Schlussfolgerungsaufgaben, insbesondere wenn man Schlussfolgerungen über die reale Welt ziehen möchte, denn ChatGPT hat kein Grounding in der realen Welt, in der physischen Realität. Da auch sehr viel fiktionaler Text eingeflossen ist, gegebenenfalls aus Büchern, kann es auch genauso gut sein, dass physische Realitäten aus der fiktionalen Welt herangezogen werden, je nachdem, wie man die Frage stellt und in welchem Kontext. ChatGPT ist gegebenenfalls nicht so gut in der Lage, menschliche Eigenschaften vorherzusagen. Logik, wie gerade auch schon gezeigt, das heißt mathematische Kalküle, auch wie im dritten Schritt, wie im dritten Punkt genannt, sind gegebenenfalls auch nicht sonderlich gut vorhanden. Einfache Regeln, ja, aber es genügt gegebenenfalls schon, dass eine eher abstrusere Zahl eingefügt wird und ChatGPT kommt völlig durcheinander, wo ein Mensch nicht durcheinander kommen würde, wenn man nur das Kalkül richtig anwendet. Faktenfehler gibt es natürlich auch immer noch ohne Ende von ChatGPT. Es weiß nicht alles, es weiß auch nicht, was es nicht weiß. Die Guardrails, die OpenAI drüber gelegt hat, sollen ein bisschen verhindern, dass es anfängt, völlig frei zu spekulieren. Allerdings kann man das immer noch sehr leicht hinters Licht führen und dafür sorgen, dass das Modell trotzdem irgendwelchen frei erfundenen Blödsinn als Antwort auf eine Frage liefert. Deswegen ist es insbesondere auch wichtig, dass man selbst besser weiß, was man erwartet und die Antwort verifizieren kann. Denn sonst ist man dem Modell auf der Antwort auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Bias ist ein ganz großes Problem, das liegt letztendlich in den Trainingsdaten begründet. Die Trainingsdaten sind aus dem Web geholt und das Web ist nicht ungebiased. Es ist unglaublich schwer, jedweden denkbaren sozialen Bias oder andere Art von Biases aus diesen Daten herauszuholen und nur Daten, die tatsächlich eine Referenzverteilung verschiedener Meinungen berücksichtigen oder verschiedener Personen wirklich hier zu repräsentieren, und letztendlich verhindern auch hier nur die Guardrails Schlimmeres, die von OpenAI drüber gelegt wurden. Das heißt, das Modell darf nur bestimmte Arten von Antworten geben und darf eben nicht die Meinung von eines Extremisten oder soll eben nicht die Meinung eines Extremisten annehmen. Was deutlich besser funktioniert, sind grundlegend oder einfacher Humor oder auch Coding-Beispiele. Das heißt, hier werden solche Modelle dieser Art jetzt schon sehr viel in der Praxis eingesetzt, gerade auch insbesondere für das Programmieren. In aktuellen integrierten Entwicklungsumgebungen werden solche Modelle eingesetzt, um die nächsten Zeilen des Programmcodes vorherzusagen und den Entwicklern, die EntwicklerInnen dabei zu beschleunigen, zu programmieren, oder gegebenenfalls sogar auf Basis
nur der Beschreibung eines Programms ein ganzes fertiges Programm zu erzeugen. Ich habe das auch selbst schon benutzt und das funktioniert verhältnismäßig gut. Natürlich werden Fehler gemacht, man muss selbst in der Lage sein, die Fehler dann zu erkennen, aber insgesamt spart es Zeit. Modellen dieser Art wurde Self-Awareness zugeschrieben in der Vergangenheit. Es gab da eine lange Diskussion, ich weiß nicht, ich glaube, sie ist inzwischen abgeebbt. Es ist eigentlich ein Witz, das einem solchen Modell zuzuschreiben, aus meiner Sicht, aber es gibt solche Behauptungen und ein ganz wesentlicher Aspekt, der eigentlich jede Art von Self-Awareness ausschließt, ist, dass die Modelle keinen Mechanismus haben, Introspektion zu betreiben und sich ihrer selbst tatsächlich gewahr zu werden und ihrer Einschränkungen. Also auch wenn jemand mal hineinprogrammiert hat oder ein Beispiel dafür gegeben hat, was das Modell ist, ist das doch einfach nur das nächste Wort vorhergesagt auf den Prompt, den ich selbst angegeben habe. Mehr kommt dabei ja nicht heraus. Nichtsdestotrotz, für viele Aufgaben sind diese Modelle hochgradig geeignet und es werden jetzt auch immer wieder Experimente angestellt mit den jeweils neuen Varianten, die online verfügbar sind. Hier mal ein Ausschnitt von den verschiedenen, standardisierten Examina, die man im englischsprachigen Raum nehmen kann und wie Menschen darin abschneiden versus das neue GPT-4-Modell seit März. Und wie sich zeigt, sind diese Prüfungsgattungen so angelegt, dass sie zwar immer noch nur dazu geeignet sind, Menschen einzuschätzen, aber ChatGPT, sie sind nicht schwierig genug für ChatGPT. Damit möchte ich zum Schluss kommen meiner kurzen Geschichte von ChatGPT und nochmal zusammenfassend sagen, dass die Entwicklung neuronaler maschineller Übersetzungsverfahren und neuronaler Sprachmodelle seit 2017 einen Durchbruch darstellte und insbesondere darin der Attention-Mechanismus, der die Grundlage dafür geschaffen hat, Sprachmodelle vorzutrainieren, hochskalieren vorzutrainieren und letztendlich zu GPT-Modellen und ChatGPT geführt hat. Es handelt sich bei GPT und ChatGPT um große vortrainierte Sprachmodelle, die insbesondere darauf getrimmt wurden, dass sie menschliches Verhalten, was Antworten geben anbelangt, möglichst wohlmeinend nachvollziehen. Und diese Sprachmodelle haben immer noch die große Einschränkung, dass sie nicht eigenständig nachdenken können. Man muss es ihnen irgendwie von außen einimpfen, dass sie eine Art Denkprozess führen sollen, wie zum Beispiel beim Chain of Thought Prompting. Der Mechanismus, der dies bewerkstelligt hat, ist das Reinforcement Learning from Human Feedback, das im Prinzip diese Art von menschenkuratierten Prompts, die mit denen das GPT 3.5 Modell erschaffen wurde, ermöglicht hat. Und zuletzt, von hier ausgehend schreitet die Entwicklung rasant vorwärts, nicht nur bei den großen Sprachmodellen, wie jetzt kürzlich GPT-4 und Googles oder Facebooks und anderen solchen Sprachmodellen, sondern auch die Open-Source-Community greift im kleineren Umfang, aber doch sehr erfolgreich diese Techniken auf und erschafft Sprachmodelle, die auch teilweise sogar schon auf dem Handy ganz gut funktionieren werden. Und das bedeutet, wir werden in Zukunft noch eine ganze Menge von Variantenreichtum sehen. Schon jetzt haben wir unendlich viele Webdienste, mit denen wir auf Sprachmodelle zugreifen können. Und gegebenenfalls wird das Problem bald sein, die ganzen verschiedenen Varianten von Antworten, die wir für eine Anfrage bekommen können, überhaupt irgendwie zu überblicken und die besten herauszufiltern. Wir forschen daran auch mitunter an Retrieval-Techniken, die das Ganze möglich machen sollen. Ja, und damit möchte ich meinen Vortrag beenden und mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank.